widert ihr Welle. Da Stell dir, Corinna, eine Vereinigung von allen edlen und liebenswerten vor.
Trotzdem kannst du dir kaum den Charme von Akis Gesicht und Gestalt vorstellen. Doch kann ich mir allmählich vorstellen, dass dieser Charme vielleicht den unseren auf den Plan gerufen hat. Ich habe dir vergessen zu erzählen, was Herr Mokrates gerade erschien, als ich mich zurückziehen wollte. Er fragte, ob die Prinzessin im Wald spazieren ginge. Und ich antwortete ihm ziemlich verwirrt. Wirklich sehr merkwürdiges Abenteuer. Ich werde mich an Herr Mokrates und deine Schwester rächen, die eine Strafe von mir verdienen. Seit Agis bei ihm ist, haben sie alles getan, um seinen Widerwillen gegen mich zu wenden. Sie haben mich in den schrecklichsten Fragen gemeint, um mich zu kennen. Sie sind es, die die Feinde aufgewiegelt haben, die ich bekämpfen musste und die immer wieder neue aufwiegeln. Nein, Corinna, ich brauche keine Hemmung zu haben. Was dich betrifft, so richte dich ein nach dem, was ich erlebe. Na, sag doch was, ihr Männer. Ihr seid also Frauen. Lass uns das Ende gucken. Weg hier! Hier geblieben, meine Süßen! Wir müssen erst doch bitte schön miteinander abrechnen. Ich habe euch erst für zwei Spitzbuben gehalten, aber ich muss euch Abbitte tun. Ihr seid zwei Spitzbübinnen. Lass mich nur machen und seien Sie unbesorgt. Das versteht ein umgänglicher Mensch. Und darüber hinaus ein sehr redlicher, der noch nie Schmuggelware hereingelassen hat. Und da ihr welche seid, halte ich euch hier fest. Und lass die Tore schließen. Warum will ich dich schon hindern? Denn du wirst das als Erste bereuen, wenn du so Unrecht hättest. Beweist du meine Reue und ich gebe euch frei. Niemand, das ist schon ein Anfang der Beweise. Na, noch immer nicht lang zu schlagen. Ja. Da haben wir den Anfang einer Lust, es nicht zu tun. Ja, denn das bist du nun zufrieden. Da haben wir eine Abkürzung meiner grimmigen Laune. Worum geht es, ihr freigebigen Damen? Ach, meine Lapane. Madame ist Agis im Wald begegnet und konnte ihn nicht sehen, ohne ihm ihr Herz. Dagegen ist nichts einzuwenden. Nun möchte Madame, die reich ist und unabhängig und ihn gerne heiraten möchte, versuchen, ihn für ihre Liebe empfänglich zu machen. Dagegen ist erst recht nichts einzuwenden. Das geht aber nur, wenn sie einige Gespräche mit ihm führt, ja, sogar einige Zeit in dem Haus bleibt, in dem er lebt. Damit sie alle Vorteile hat. Das geht aber nicht, wenn sie ihrem Geschlecht entsprechend gekleidet ist, denn Herr Mokrates würde es nicht erlauben. Und auch Agis würde ihr auf dem Weg gehen, infolge der Erziehung, die er beim Philosophen genossen hat. Parbleu! Liebe in dem Haus? Gut, das ist eine schlechte Herberge für Sie. Die Weisheiten von Leontine, Hermokrates und Agis sind drei Weisheiten, die äußerst ungastlich sind gegen die Liebe. Nur meine hat ein bisschen Lebensart. Das muss ich. Du siehst ja, kein Problem. Pardi. Madame hat also im Vorübergehen für Agis Feuer gefangen. Nun ja, warum auch nicht? Jeder denkt, was er kann. Darauf, meine süßen Damen, seid guten Mutes, ich biete euch meine Dienste an. Ihr habt euer Herz verloren, bemüht euch darum, dass ihr ein anderes dafür erwischt. Und falls jemand meins findet, ich schenke es ihr. Ach, und vergiss nicht, wenn es darauf ankommt, dass Madame sich Fouquet nennt und ich mich Herrn lasse. Psst! Das war einmal dies nicht der Fall. Das war einmal dies nicht der Fall dafür wissen. Keine Sorge, Seigneur Fouquet. Ihr habt auf, Kamerad Herr Midas. Da seht ihr, wie ich rede. Redest du da, mein Freund? Mit Leuten? Aber wer sind die Leute? Von wem wollen die was? Von Seigneur Mokrates. So, so. Hier geht's aber nicht ein. Unser Herr hat mir aufgeladen, dass niemand hier im Park rumlaufen soll. Sie müssen also hingehen, wo sie hergekommen sind und ans Haustor klopfen. Wir fanden das Parktor offen. Fremden ist es doch wohl erlaubt, sich zu täuschen. Ja, das ist erlaubt. Ich lasse diese Täuschung nicht zu. Wir gestatten es nicht, dass man einfach so ohne Vorwarnung hier reinkommt und was Tor offen steht. Da hat man den Anschein, dann gerne zu rufen, den fragt man, ob man darf. Man ist höflich zu den Menschen und die Erlaubnis kommt dann zusammen mit dem Tor. Ich sagte, mein Freund, du redest in deiner reichen und bedeutenden Persönlichkeit. Ach, guck mal an, das sehe ich auch, dass sie reich ist, weil sie alles für sich behält. Und ich behalte meinen Part. Ich brauche ja nur anders umzugehen. Was ist das für ein Lärm, Mann? Mit wem brüstest du so herum? Mit der Jugend da, die sich an unserem Obstzahn machen will. Ich habe die Absicht, den Herrn Mokrates zu begrüßen und mit ihm zu sprechen. Wir fanden den Park offen und jetzt will er, dass wir ihn wieder verlassen. Bitte geh, Dima. Lauf und sag Leontine Bescheid, dass ein achtbarer Fremder, Herr Mokrates, sprechen möchte. Entschuldigen Sie diesen Empfang. Ihr Aussehen verlangt, dass man Ihnen Achtung entgegenbringt. Oh, was das angeht. Die beiden gehen ein hübsches Paar gegen das Gesicht. Komm, lass uns über unsere sprechen. Ja. Was fordern Sie von Herrn Mokrates? Ich verdanke ihm meine Erziehung.
und wage sogar zu behaupten, dass er mich liebt. Brauchen Sie seine Hilfe? Mich zog sein Ruf hierher. Ich wollte ihn eigentlich nur bitten, mich einige Zeit bei sich aufzunehmen, doch seit ich Sie kenne und diese Absicht von einer anderen noch ernsthafteren verdrängt, nämlich Sie so lange wie möglich zu sehen. Und was wäre aus Ihnen danach? Das weiß ich nicht. Darüber bestimmen Sie. Nur Sie werde ich um Rat fragen. Dann rate ich Ihnen, mich niemals aus den Augen zu verlieren. Das heißt, wir bleiben immer zusammen. Das wünsche ich von ganzem Herzen. Doch darf nicht auch Sie. Und aber meine Herrin, sie ist so ernst, das gefällt ja mir nicht. Ja, Madame, das ist der Grünschnabel, von dem ich ihr erzählt habe. Und der andere Lustibus gehört auch dazu. Man hat mir gesagt, Sie wünschen meinen Bruder Hippokrates zu sprechen. Er ist im Augenblick nicht hier. Können Sie mir inzwischen anvertrauen, was Sie ihm sagen möchten? Ich heiße Procyon. Mein Name ist Ihnen vielleicht bekannt. Mein Vater, den ich vor einigen Jahren verlor, hat ihm einigen Ruhm verschafft. Ja, Senior. Weil ich allein und unabhängig bin, reise ich seit einiger Zeit, um mein Herz und meinen Geist zu bilden. Und das Obst von unseren Bäumen zu klauen. Ach, bitte geht immer. Während meiner Reisen habe ich besonders diejenigen Menschen aufgesucht, deren Gelehrsamkeit und Tugend sie von den anderen unterscheiden. Darunter gab es sogar einige, die mir erlaubten, mit ihm zu leben. Und ich hoffe, der berühmte Hippokrates wird mir diese Ehre nicht abschlagen, die anderen mir erwiesen haben. Nach Ihrem Äußeren zu urteilen, scheinen Sie durchaus der anderen Ortsgenossen in edlen Gastfreundschaft würdig zu sein. Doch wird Hippokrates das Vergnügen, sich ihn zu gewähren, sich nicht verschaffen können. Wichtige Gründe, die Agis kennt, hindern uns daran. Ich wollte, ich könnte sie Ihnen mitteilen, Sie würden uns Ihnen gegenüber rechtfertigen. Ich kann ja schon mal einen in meinem Zimmer unterbringen. Ja, an Räumen, das funktioniert wirklich nicht. Nein, Agis, Sie wissen besser als jeder andere, dass es nicht möglich ist. Und dass es für uns ein notwendiges Gesetz ist, unsere Zurückgezogenheit mit niemandem zu teilen. Trotzdem habe ich Senior Procyon versprochen, Sie zu überreden. Und wenn man einen Freund der Tugend von unseren Gesetzen ausnimmt, so heißt es durchaus nicht, dass man diese missachtet. Ich kann meine Einstellung nicht ändern. Wie sollten Sie so lobenswerten Absichten wie mein gegenüber unerbittlich sein? Es geht gar nicht anders. Senior Hippokrates wird Sie bestimmt umstimmen. Ich bin sicher, er denkt wie ich. Dafür also zu unseren Mitteln. Nun gut, Madame, ich möchte mich darauf bestehen. Doch dürfte ich Sie um ein kurzes Gespräch unter vier Augen bitten. Es tut mir leid, dass Sie sich umsonst bemühen werden. Aber da Sie darauf bestehen, willige ich ein. Würden Sie sich bitte für einen Augenblick entfernen. Möge die Liebe meine List begünstigen. Da Sie meiner Bitte nicht nachgehen können, Madame, möchte ich Sie nicht weiter drängen. Doch dürfte ich Sie um eine andere Gunst bitten. Nämlich die, mir einen Rat zu geben, der über den Frieden meines ganzen Lebens entscheiden wird. Mein Rat, Senior, ist es, auf Hippokrates zu warten. Sie fragen besser ihn als mich. Nein, Madame. In diesem Fall wende ich mich besser an Sie. Hören Sie mich an. Ich weiß nicht, was mich erwartet, Senior. Aber Ihre Eigenschaft als Fremder verlangt ein Entgegenkommen. Also sprechen Sie, ich höre. Vor einigen Tagen, als ich als Reisender durch diese Gegend kam, sah ich eine Dame, die spazieren ging und mich nicht bemerkte. Ich muss Ihnen beschreiben, vielleicht erkennen Sie sie und verstehen dann besser, was ich Ihnen sage. Ihre Erscheinung ist majestätisch, ohne groß zu sein. Noch nie habe ich so viel Anmut gesehen. Ihre Gesichtszüge sind, scheint es, die einzige auf der Welt, bei denen sich die zartesten Reize mit einem hoheitsvollen, bescheidenen, vielleicht sehr strengen Ausdruck vereinen, ohne dabei jedoch zu verlieren. Man muss sie unwillkürlich lieben, aber mit einer schüchternen Liebe und wie erschrocken vor dem Respekt, der sie einflößt. Sie ist jung, doch nicht von dieser unbesonnenen Jugend, die mir stets missfallen hat, die nur die Augen erfreut und ins Herz zu bringen neigt. Sie ist in dem wirklich liebenswerten Alter, das sie reizevoll zum Entfalten bringt, indem man genießt, was man ist. In dem Alter, in dem jetzt weniger leichtfertige Seele zu der Schönheit ihrer Züge ein Schimmer ihrer erworbenen Reife fügt. Ich weiß nicht, von wem Sie sprechen, Senior. Die Dame ist mir nicht bekannt. Und sicher ist dieses Porträt sehr geschmeichelt. Sie unterhielt sich mit jemandem und lächelte ab und zu. Und ich erkannte hinter ihrer ernsten und bescheidenen Haltung etwas eigentümlich Umgängliches, Sanftes, Großmütiges. Von wem spricht er? Sie ging bald darauf in ein Haus, das ich jetzt entdeckte. Ich fragte, wer sie sei, und erfuhr, sie sei die Schwester eines berühmten und ehrwürdigen Mannes. Bitte schön, ja. Sie lebe mit ihrem Bruder in einer Zurückgezogenheit, die sie jedem von ihr verachtete Trube der Welt vorziehen. Kurz,
Alles, was ich über sie hörte, war ein einziges Loblied. Und mein Verstand ebenso wie mein Herz bestürzten mich, mich hier für immer hinzugeben. Ich bitte Sie, Senior, ersparen Sie mir das Weitere zu hören. Ich weiß nicht, was das ist. Liebe. Und ich würde Sie schlecht beraten in einer Sache, von der ich nichts verstehe. Bewegt von den Empfindungen, die ich Ihnen eben schilderte, gab ich mir das inbrünstige Versprechen, die Dame ein Leben lang zu lieben. Ich beschloss, mit ihrem Bruder zu sprechen, unter dem Vorwand, mich beten zu wollen und ihm die Gunst zu erbitten, einige Zeit bei ihm zu leben, um ihr dann mit aller Zärtlichkeit und Hingabe die Beweise meiner Leidenschaft zu geben. Meine Falle, was wollte ich bloß tun? Ich beschwor sie vergeblich, meine Bitte anzuhören. Sie hat mich zurückgewiesen und mich in Verzweiflung gestürzt. Stellen Sie sich ein zitterndes und verwirrtes Herz vor, Madame, dessen einzige Hoffnung es war, ihr wenigstens Mitleid einzuflößen. Alles ist mir verweigert worden. In diesem niederdrückenden Zustand komme ich zu Ihnen und erflehe Ihren Rat. Sie sind ja, was machen Sie da? Ich erflehe Ihre Hilfe. Bitte helfen Sie mir. Hallo, was ich soeben gehört habe, bitte ich selbst die Götter um Hilfe. Das Urteil der Götter ist in Ihrem Herzen. Vertrauen Sie seiner Stimme. Mein Herz. Oh Himmel, ist es vielleicht der Feind meines Seelenfriedens, den ich um Rat bitten muss? Hätten Sie denn weniger Frieden, wenn Sie großmütig wären? Ach, Fokio, Sie lieben die Tugend, sagen Sie. Aber heißt das, Sie lieben, wenn man Sie überfällt? Nennen Sie das überfallen, wenn man Sie anbetet. Was sind Ihre Absichten? Ich brenne darauf, es mit Ihrem zu vereinen. Hindern Sie mich nicht daran. Dulde Sie nur für ein paar Tage meine Anwesenheit hier und ich bin mir Herokrates sicher. Ich soll Sie hier dulden. Sie, der mich liebt. Was kümmert Sie eine Liebe, die bloß meine Ehrfurcht vertieft? Kann eine tugendhafte Liebe etwas fordern, was nicht tugendhaft ist? Soll sich mein Herz verändern? Oh, viele, welch ein Abenteuer. Was wollen Sie hier, Fokio? Ist es zu begreifen, was wohl geschieht? Muss ich Sie lieben? Ich? Die ich noch nie geliebt habe? Ist es jetzt an der Zeit, Gefühle zu entwickeln? Nein, Fokio, Sie schmeicheln mir umsonst. Sie sind jung, liebenswert. Ich bin weder das eine noch das andere mehr. Was sagen Sie? Ja, ein wenig Schönheit, so sagt man, war auch mir zugefallen. Die Natur hatte mich mit Reizen ausgestattet, die ich stets verachtet habe. Vielleicht bedauere ich das jetzt, ihretwegen, wie ich beschämt zugeben muss. Aber Sie sind nicht mehr und das Wenige, was mir von Ihnen geblieben ist, wird auch bald vergehen. Wollen Sie meine Augen von etwas überzeugen, was nicht ist? Haben Sie jemals liebenswerter sein können? Ich bin nicht mehr das, was ich war. Beenden wir unser Gespräch, Madame. Ich stimme Ihnen zu. Trotz Ihrer Reize wird Ihre Jugend bald vergehen. Und ich habe die meine noch. Aber alle Seelen haben das gleiche Eichen. Sie wissen, worum ich Sie bitte. Ich werde Herokrates damit bestürmen und ich sterbe vor Kummer, wenn Sie mir nicht gewogen sind. Fremde, von dem Sie sprachen? Ja, Senior, das ist der. Ja, ich hatte die Ehre, als Erster mit Ihnen zu sprechen. Und ich habe schon mal die Urne gemacht. Das, Herokrates, ist der Sohn des berühmten Fokion, den seine Verehrung für dich hierher führt. Er liebt die Weisheit und reist, um sich zu bitten. Einige deiner Kollegen haben sich das Vergnügen gemacht, ihn für ein paar Tage bei sich aufzunehmen. Er hofft von dir den gleichen Empfang und bittet so eindringlich, dass man seiner Bitte stattgeben sollte. Ich habe ihm versprochen, dich dafür zu gewinnen. Hiermit tue ich das und lasse euch jetzt allein. Und wenn meine Stimme etwas zählen sollte, so füge ich sie Leontiens hinzu. Und ich gebe meine Stimme auch noch hinzu. Das sehe ich. Ich betrachte diese inständigen Bitten als eine besondere Aufmerksamkeit, Senior. Ich bin Ihnen sehr verpflichtet für die Ehre, die Sie mir erweisen, Senior. Doch ein Jünger wie Sie scheint er keinen Meister wie mich zu brauchen. Und ob er darüber genauer urteilen zu können, möchte ich Ihnen ein paar vertrauliche Fragen stellen. Lasst uns allein!
Wenn ich mich nicht täusche, sind Sie mir nicht unbekannt. Ich, Seigneur. Nicht ohne Grund möchte ich Sie unter vier Augen sprechen. Ich habe einige Vermutungen. Und was sind diese Vermutungen? Sie heißen nicht Phokion. Derjenige, dessen Name Sie sich angeeignet haben, befindet sich augenblicklich in Athen. Er kann den gleichen Namen tragen wie ich. Das ist nicht alles. Der angenommene Name ist der geringste Irrtum, in den Sie uns stürzen wollen. Ich verstehe Sie nicht, Seigneur. Diese Kleidung ist nicht die Ihre. Gestehen Sie es, Madame. Ich habe Sie schon an einem anderen Ort gesehen. Das ist wahr. Sie merken die Zeugenart überflüssig. So erröten Sie bloß von mir. Sollte ich erröten, ganz unrecht. Das wäre eine Regung, die ich missbilligen würde. Meine Verkleidung verhüllt keinerlei Absicht, derer ich mich schämen müsste. Ich aber, der diese Absicht durchschaue, sehe darin nichts, dessen Sie sich rühmen dürften. Der Gedanke, mir Agis, einen Schüler zu entführen, ihn mit gefährlichen Reizen zu locken, in seinem Herzen einen fast immer unheilvollen Aufruhr zu entfachen, dieser Gedanke scheint mir, dürfte Sie durchaus erröten lassen. Agis. Wer? Der junge Mann, der sich eben hier gezeigt hat. Ist das Ihr Verdacht? Nein, Seigneur, ich bin nicht hierher gekommen, um Agis jetzt zu verwirren. Liebt ich ihn, hätte ich mir seine Eroberung mit weniger Aufwand erhofft. Doch hat es mein Herz nicht auch seins abgesehen. Was von mir gesuchte, ist viel schwerer einzunehmen. Es gehorcht nicht der Macht meiner Augen. Bei ihm vermögen meine Reize nichts. Sie sehen, dass ich sie gar nicht zu Hilfe nehme. Ich gebe ihnen überhaupt gar keine Möglichkeit zu gefallen. Verberge sie hinter dieser Verkleidung, weil sie nutzlos sind. Aber der Aufenthalt, den Sie sich bei mir wünschen, was hat er mit Ihrer Absicht zu tun, wenn Sie dabei nicht an Agis denken? Ach, immer wieder Agis! Ich denke keineswegs an ihn, ich wiederhole es! Wollen Sie einen unwiderlegbaren Beweis dafür? Es geht um Ihren Verdacht. Zwei Worte werden ihn zunichte machen. Will der, den ich liebe, mir seine Hand reichen? Wie ist die meine? Agis ist nicht da, um mein Angebot anzunehmen. Dann weiß ich nicht, an wen es sich richtet. Sie wissen es, Seigneur. Ich habe es Ihnen soeben gesagt. Ich würde mich nicht deutlicher ausdrücken, wenn ich Hermokrates. Ich, Madame? Sie sind unterrichtet, Seigneur. Das bin ich allerdings. Doch werde ich der Verwirrung nicht Herrin, die mich diese Rede stürzt. Ich, das Ziel eines Herzens, wie Ihren. Ich muss mich jetzt rechtfertigen nach meinem Bestreben. Nein, Madame. Jede Rechtfertigung ist nutzlos. Brauchen Sie meine Gedanken nicht zu fürchten, da können Sie beruhigt sein. Doch bitte ich Sie inständig, lassen Sie mich. Mir greifen Sie eine einsame, unzugängliche Seele an, der die Liebe fremd ist. Meine Schroffheit wird Ihre Anmut, Ihre Jugend abstoßen mit einem Wort. Mein Herz kann nichts für das Ihre tun. Was hindert Sie daran, mich anzuhören? Nicht an mir ist zu fürchten, außer einer Schwäche, die Sie verachten. Es wäre mir lieber, ich würde nichts von ihr wissen. Ja, Seigneur, ich liebe Sie. Aber täuschen Sie sich nicht. Es geht hier nicht um eine gewöhnliche Zuneigung. Eingestellt ist mir nicht entschlüpft. Ich habe es bewusst gemacht. Nicht um der Liebe wegen, die hätte das nicht erreicht. Sondern meiner Tugend wegen. Ich sage, dass ich Sie liebe, weil ich die Verwirrung über dieses Geständnis brauche. Weil diese Verwirrung vielleicht zu meiner Heilung beiträgt. Weil ich versuche, über meine Schwäche zu errücken, um sie zu besiegen. Ich habe meinen Stolz gekränkt, um ihn gegen Sie aufzustacheln. Mein Geständnis mache ich hier nicht, damit Sie mich lieben, sondern damit Sie mich lehren, Sie nicht mehr zu lieben. Hassen. Verachten Sie mich, ich bin damit einverstanden, aber lehren Sie es, dass ich Ihnen gleiche. Schützen Sie mich vor der Anziehung, die Sie auf mich ausüben. Lehren Sie mich, Sie aus meinem Herzen zu verbannen. Ich verlange zwar nicht, geliebt zu werden, aber ich wünsche es mir. Nehmen Sie mir diesen Wunsch. Selbst fleht Sie um Hilfe an. Nun, Madame, hier ist meine Hilfe. Ich will Sie nicht lieben. Möge meine Gleichgültigkeit Sie heilen und beenden Sie ein Gespräch, in dem alles Gift ist für den, der es anhört. Worauf verweisen Sie mich? Auf eine Gleichgültigkeit, die ich bereits vorausgeahnt habe? Ist das Ihre Antwort auf die mutige Offenheit, mit der ich Ihnen meine Lage schildere?
ist denn der Weise für niemanden von uns? Ich bin keiner, Madame. Nun gut. Doch geben Sie mir die Zeit, um Fehler in Ihnen zu entdecken. Ihr Ruf ist bis zu mir gedrungen. Die ganze Welt spricht von Ihnen. Weiter? Bitte Sie, Madame. Verzeihen Sie das Verhalten meines Herzens, das gerne Luft, was es nimmt. Mein Name ist Aspasia. Ich lebte wie Sie in der Einsamkeit. Herrin meiner selbst und eines ansehnlichen Vermögens. In Unkenntnis der Liebe und voller Verachtung für die Anstrengung, die viele machten, sie mir zu wecken. Ach, lächerlich meine Geneigtheit, mich zu hören. In dieser Einsamkeit begegnete ich Ihnen. Sie gingen spazieren, so wie ich auch. Ich wusste zunächst nicht, wer Sie sind, doch als ich Sie sah, war ich bewegt. Mein Herz schien Hermokrates zu ahnen. Ich kann diesen Bericht nicht mehr ertragen. Gut. Was ist Ihre Absicht? Mein Bericht erscheint Ihnen zwar leichtfertig, mein Wunsch, den Verstand zu gewinnen, ist es jedoch nicht. Er scheint es wichtiger, mir meine zu erhalten. So unzugänglich ich auch bin, ich habe Augen. Wir sind reizvoll. Und Sie lieben mich. Ich sei reizvoll, sagen Sie? Wirklich? Sehen Sie das und fürchten Sie das zu empfinden? Ich will mich Ihnen gar nicht aussetzen, es zu fürchten. Da Sie meinen Reizen ausweichen wollen, haben Sie also Angst. Sie lieben mich noch nicht, aber Sie fürchten mich zu lieben. Sie werden mich lieben, Herr Mokrates. Ich kann mich nicht ändern, das zu hoffen. Sie verwirren mich. Ich antworte Ihnen schlecht und ich schweige. Nun gut, Senior, gehen wir zu Leontine. Ich beabsichtige einige Zeit hier zu bleiben und Sie sagen mir nachher, was Sie darüber beschlossen haben. Gehen Sie schon vor, Aspasia. Ich komme nach. Ich war in dem Gespräch nicht Herr meiner selbst. Wie soll ich mich entscheiden? Seht ihr den jungen Fremden, der da geht? Ja. Ich beauftrage euch, seine Handlungen zu überwachen. Folgt ihm und überprüft, ob er ein Gespräch mit Adis sucht. Ihre Sache ist gemacht, mein Herr. Nicht später als nachher bringe ich Ihnen alles, was er denkt. Alles, was er denkt. Je pars de toi, de l'amour.
seitdem, dass die Neuen da sind, sieht man dich nur noch selten. Immer wie sie heimlich am Tuschen mit dem Diener dieser Häuser. Ja, ich krieg dich da nicht minder, auch wenn ich mich nicht um dich kümmere. Hör mal, Freund, im Kopf von unserem Herrn, da poltert's. Da ist viel los. Er muss was riechen von dem ganzen Schlichen, weil dass er mich beauftragt hat, heimlich hier einen schlauen Fuchs zu machen. Er traut den Absichten aber einen nicht und er sie nicht richtig kennt, verstehst du? Nicht ganz. Ich spreche also mit einem Fuchs, mein Freund? Psst, darfst du einem Fuchs da nichts verraten, denn er tut alles wissen. Du weißt also, wer sie sind und ob ich weiß. Die tue ich kennen von der Wurzel bis zum Blatt. Ich dachte, ich wäre der Einzige, der sie kennt. Du, vielleicht tust du überhaupt nichts wissen. Oh, doch. Ich möchte wetten nicht, das kannst du gar nicht, weil das viel zu schwer ist. Jetzt zieht euch mal den sturen Bock ab. Und wenn ich dir sage, dass sie es mir selbst gesagt haben, was? Hey, dass sie Frauen sind. Frauen? Das sind Frauen. Und wie wohl, das hast du nicht gewusst? Nein, come on. Ich triumphiere. Da fuchs, Frauen, jetzt geht's mir aber gut. Ich Unglücksrabe. Was werde ich für einen Tumult machen und einen Spaß haben, wenn ich das um die Leute bringen kann. So ein Spaß. Nein, du stößt mir das Messer in die Brust. Was schert mich deine Brust? Ha! Also Frauen und hinterm Rücken vom Gärtner Geld verschenken, trotzdem, dass er sie in seinen Park erwischt, da kriegst du einen Henker keine Brusten. Das muss bestraft werden. Freund, hast du Appetit auf Geld? Oh, dann bin ich ein verdienten Morgen haben, wenn ich solche nicht hätte. Wo ist denn das Geld? Ich werde die Dame bezahlen lassen, meine Blödigkeit zurückzukaufen. Das verspreche ich dir. Deine Blödigkeit kommt dich nicht billig. Ich tue dir leid. Ja, meine Blödigkeit ist beträchtlich. Anfangs halber verlange ich erst einmal, dass mir die ganze Gaunerei erzählt wird. Was tut die Dame im Schilde führen? Magis hat bei einem Spaziergang ihr Herz gestohlen. Ja, und? Warum hat sie nicht aufgepasst? Naja, nun hat sich so zurechtgemacht, um Agis Herz einzustecken, ohne dass er es merkt. Sehr gut. Das ist eine sehr einbringende Sache. Yeah. Alles ist möglich, wenn ich dabei mit einstecke. Und der Ramagina Hermidas, ist das auch eine Einsteckerin? Das ist ein Herz, das ich im Vorübergehen einstecken könnte. Du? Das tut dir nicht zum Stehen. Philosophen lernen du. Aber sind sie auch, macht, dass sie was rausrücken. Sie können nichts. Sie trauen sich nicht an. Sag ihnen, dass ich Bescheid wissen tue über ihre Person. Es gibt kein Geheimnis mehr. Durch einen Trick hat er mich zum Sprechen gebracht. Wie unglücklich, was ihm gesagt hat, ich bin. Oh, keine Silbe. Ich tue über ihr verlorenes Herz Bescheid wissen und auch, dass man Agis Herz einsteckt. Ich weiß auch von seinen Händen, was er mir gesprochen hat. Das wissen wir noch nicht. Zu Ende. Sie brauchen Helfer. Wir müssen den Gärtner nur Opfer zu gewinnen. Nicht wahr, lieber? Ich bin ganz Ihrer Meinung. Und was ist dazu nötig? Lass mal brauchen, nur abzukaufen, was ich wert sein kann. Wie verlinke ich denn auch nicht? Boah, und wenn du verschwiegen bist, was ist im Himmel danken, dass du ein Mann teuer befreit warst. Ah. Es ist vorteilhafter für dich, als ich dir vorstellen kann. Okay, gut, Madame. Ich bin verkauft. Und ich ruiniert. Und mein verfluchtes Maul das ganze Geld jetzt in meine Tasche. Nun wird mit meinen Silberlingen dieser Nichtsnutz da gekauft. Es sollte euch genügen, dass ich euch beiden reich machen werde. Wirklich? Ich sage aber, ist hier bei Hermokrates auch nichts über meine Absichten bezüglich Agis entschlüsselt. Oh nein, auf Ehre. Ich schwöre, schöne Dame, nur der durchtriebene Haluke, da hat mich in seinem Netz gefangen. Und jetzt auch muss aber die Furcht in diesem Mund schlucken. Oh. Ja. Ich glaube dir, Arika. Jetzt gilt es, die Bereitschaft des Bruders und der Schwester zu halten. Hilfe, verlegen wir das. Rasch, zieht euch zurück. Und achtet vor allem darauf, dass er mit hat, dass er sich zusammen überrascht. Ja, ich habe sie gesucht, mein lieber Fokion. Sie sehen mich unruhig. Herr Mok hat es nicht mehr so gewählt, ihrem Wunsch hier nachzugeben. Er nennt keine vernünftigen Gründe. Ich war anwesend, als seine Schwester alles versucht, um ihn zu überreden. Doch Herr Mokrates musste sich um etwas anderes kümmern. Deshalb, lieber Fokion, drängen Sie noch einmal selbst. Ein Freund beschwört Sie. Ich will auch mit ihm sprechen. Bestimmt werden wir ihn überzeugen. Wie, Agis?
Sie beschwören mich? Sie mögen es also, wenn ich hier bin. Es wird langweilig sein, wenn Sie nicht mehr hier sind. Mich hält ja auch niemand anders mehr als Sie. Ihr Herzteil, also die Gefühle meines Herzens. Tausendmal mehr, als ich es Ihnen sagen kann. Ich möchte Sie gerne meinen Beweis dafür bitten. Es ist das erste Mal, dass ich den Reiz der Freundschaft koste. Ihnen gelten die ersten Regeln meines Herzens. Lernen Sie mich nicht den Schmerz, den der Verlust eines Freundes bedeuten kann. Ich sollte Sie Schmerz lernen. Wie könnte ich das, ohne selbst ein Opfer zu werden? Wie mich Ihre Antwort rührt. Erinnern Sie sich, wie Sie mir gesagt haben, es hinge nur von mir ab, Sie immer zu sehen. Wenn es so ist, habe ich mir Folgendes ausgedacht. Ich bin gespannt. Ich kann den Ort ja nicht so bald verlassen. Wichtige Gründe hindern mich daran. Bleiben Sie doch noch eine Weile bei uns. Sie werden so eine Einsamkeit leben, doch wir sind zusammen. Und kann die Welt etwas Schöneres bieten, als die Gemeinschaft zweier edler Herzen, die sich lieben. Ich verspreche es Ihnen. Nach dem, was Sie gesagt haben, will ich mit Welt nur noch den Ort bezeichnen, an dem Sie sind. Ich verspreche. Doch, Agis. Trotz meiner Freude über Ihre Gefühle beunruhigt mich etwas. Die Liebe könnte bald diese zärtlichen Gefühle ablösen. Ein Freund kann sich nicht gegen eine Geliebte behaupten. Ich und Liebe, Fokion. Der Himmel möge es wollen, dass Ihre Seele ebenso unzugänglich ist wie die meine. Sie kennen mich ja nicht. Meine Erziehung, meine Gefühle, mein Verstand. Alles verschließt mir mein Herz. Sie hat das Unglück meiner Familie verursacht. Und wenn ich daran denke, hasse ich ihr Geschlecht. Wie, Agis? Das weibliche Geschlecht ist der Gegenstand Ihres Hasses. Ich werde mein ganzes Leben lang vor Ihnen fliehen. Dieses Geständnis verändert alles zwischen uns hier. Ich habe Ihnen versprochen zu bleiben, aber nun ist es nicht mehr möglich. Sie würden mir eines Tages Vorwürfe machen. Ich gebe Ihnen auch die Freundschaft zurück, die Sie mir geschenkt haben. Welche seltsame Sprache, Fokion. Weshalb dieser Sinnungswandel? Was habe ich gesagt, dass Ihnen missfallen könnte? Beruhigen Sie sich, Agis. Sie werden mich nicht vermissen. Sie haben sich vor dem Schmerz gefürchtet, den der Verlust eines Freundes bedeutet. Ich werde ihn bald empfinden, aber Ihnen wird er unbekannt bleiben. Ich sollte auch von Ihren Freund zu sein. Sie sind immer noch der Meine, aber ich bin nicht mehr der Liebe. Ich bin nur der Gegenstand des Hasses, von dem Sie eben gerade gesprochen haben. Wie? Ihr seid also nicht vor Q? Nein, Sie mir. Mein Aufzug täuscht Sie. Er verbirgt ein unglückliches Mädchen, das unter dieser Verkleidung der Verfolgung der Prinzessin entgegen wird. Mein Name ist Aspasia. Ich gehöre einem berühmten Geschlecht an, von dem nur ich allein noch lebe. Prinzessin will, dass ich mein ererbtes Vermögen mit meiner Hand zusammen einem ihrer Verwandten ausliefere, den ich liebe. Und den ich hasse. Im Falle einer Weigerung will sie mich entführen lassen. Deshalb bin ich in dieser Verkleidung hier geflogen. Ich bin Ihnen begegnet. Sie haben mir Ihre Freundschaft angeboten. Ich werde die meine bewahren, trotz des Hasses, den Sie von nun an empfinden werden. Ich bin so überrascht, dass ich selbst nicht mehr entfernen kann, was ich denke. Aber ich entwürfe es für Sie. Adieu, Seigneur. Herr Mokrates wird schließlich mich entfernen und Sie dulden mich nur mit Überwindung. Meine Abreise wird Sie beide zufriedenstellen. Nein, Mann, dann halten Sie ein. Zu befürchten ist. Denn zwischen uns geht es ja nur um Freundschaft. Sie ist die einzige Neigung, die ich empfinden kann und sicher auch die einzige, zu der Sie fähig sind. Niemand ist würdiger als Sie, Senior, ein Freund zu sein. Doch wäre die Rolle eines Liebhabers Ihnen noch angemessen. Es ist nicht an mir, Ihnen das zu sagen. Ich möchte niemals einer sein. Lass mir die Liebe. Selbst darüber zu sprechen, ist gefährlich. Da ist, glaube ich, ein Diener, der sie sucht. Vielleicht ist Herr Mokrates nicht mehr beschäftigt. Erlauben, dass ich sie alleine lasse. Ich möchte mit ihm sprechen. Ihre Unterhaltung war gut bewacht.
sind wir Funktion von zwei Posten. Leontine sucht sie, sie wird denn nicht traurig. Offenbar gibt der Philosoph nicht nach. Er wird sich schon auffügen. Und Alice? Zeigt sich da schon was, fängt sie im Herz schon an zu glimmen? Noch ein oder zwei Gespräche und ich habe es auch. Wirklich, Madame? Ja, komm, du kennst die Gründe meiner Liebe. Dann zeigen wir schon den Lohn dafür. Oh, sie werden das auch nicht unterlassen, mir meine Liebe zu belohnen, denn sie ist richtig. Dann kommt Leontine, lass uns verschwinden. Sag jetzt auch nicht, davon unterrichtet, was jetzt zu tun ist. Ja. Oh, sie werden von meiner Geschicklichkeit entzückt sein. Wollen Sie sie gerade aufsuchen, Madame? Ich habe erfahren, was vorgeht. Herr Mokrates will mir die Gewährte für uns zurücknehmen und ich bin verzweifelt. Ja, Funktion. Herr Mokrates weigert sich, in einer mir unverständlichen Hartnäckigkeit das gegebene Versprechen zu halten. Sie werden mich jetzt raten, noch einmal zu ihm zu drängen. Doch ich komme, um Ihnen zu sagen, dass ich nichts mehr unternehmen will. Sie helfen mir nicht weiter? Nein, seine Weigerung ruft mich zur Vernunft zurück. Das nennen Sie zur Vernunft zurückkehren, wie? Ich habe alles getan, um meine Gefühle zu erklären. Ich habe sie Ihnen endlich erklärt. Ich habe mich außer Stand gesetzt, jemals zu genesen. Und jetzt wollen Sie, dass ich gehe? Nein, Leute. Ist ein Opfer, das Sie mein Herz nicht mehr bringen kann. Woher soll ich denn die Kraft dafür nehmen? Haben Sie mir nicht alle genommen? Verlangen Sie mein Leben. Zerreißen Sie mein Herz, aber verlangen Sie nichts Unmögliches von mir! Welche Heftigkeit! Mein Funkio, jetzt fühle ich erst richtig, wie notwendig Ihre Abreise ist und mische mich da nicht mehr ein. Gerechter Himmel! Was würde bei dem Ungestüm Ihres Herzens aus dem meinen? Bin ich verpflichtet, mich gegen die Flut der leidenschaftlichen Äußerungen zu stemmen, die Ihnen entströmt? Das hieße immer kämpfen, immer widerstehen und nie siegen. Nein. Sie wollen Liebe in mir wecken, nicht wahr? Und nicht den Schmerz darüber, welche zu empfinden. Ich aber würde nur diesen empfinden. Deshalb müssen Sie gehen. Und ich beschwöre Sie, lassen Sie mich, wie ich bin. Nein, Leontine. Ich flehe Sie an. Schonen Sie mich. Der Gedanke abzureisen raubt mir die Besinnung. Ich könnte nicht mehr ohne Sie leben. Dieser Ort hier wird nur noch meine Verzweiflung kennen. Und weil Sie verzweifelt sind, soll ich Sie lieben? Was ist das für eine Tyrannei? Hassen Sie mich? Ich sollte es tun. Sind die Regungen Ihres Herzens mir gültig? Ich will nicht auf Sie hören. Nun gut, aber ich kann es nicht lassen, Ihnen zu folgen. Halten Sie ein. Was will der Diener hier, Madame? Senior Herr Mokrates hat mir aufgetragen, Ihr Verhalten zu prüfen, da er Sie nicht kennt. Wenn ich mit Madame zusammen bin, braucht mein Verhalten kein Spion wie dich. Schicken Sie ihn fort, Madame. Es ist besser, ich gehe. Wenn Sie jetzt gehen, ohne das Versprechen bei Herrn Mokrates ein gutes Wort einzulegen, dann kann ich mir nichts mehr garantieren. Ach, ist gut. Bitte geh, Annika, es ist nicht nötig, dass du bleibst. Und nötiger als Sie denken, Madame. Sie wissen ja nicht, mit wem Sie es zu tun haben. Dieser Herr da hat weniger auf Gelehrsamkeit Appetit als auf gelehrige Damen. Ich versichere Ihnen, er würde Ihnen gerne etwas beibringen, Madame. Was meinst du damit, Annika? Nichts deutet auf das, was du sagst. Das ist wohl ein Scherz. Oh nein, sehen Sie. Sein Diener, der auch sein Schelm ist, habe ich gefragt. Na, was ist? Wollen wir Freunde werden? Oh, herzlich gerne. Wie glücklich du dich preisen kannst, dass du hier bist. Ja, gewiss, gewiss. Deine Herrschaft, deine Leute. Oh ja, ganz wunderbar. Deine Herrin so liebenswert. Oh ja, göttlich. Sag mal, hat sie Liebhaber gehabt? Oh, so viel sie wollte. Ja, hat sie jetzt welche? Oh, so viel sie will. Ja, wird sie immer welche haben? Oh, so viel sie wollen wird. Hat sie Lust zum Heiraten? Oh, immer Lust, sie verrät sie mir nicht. Aber ist deine Herrin sie verliebt? Psst! Er hat fast den Kopf verloren. Wir bleiben nur hier, um uns ihr Herz zu stehlen, damit sie uns heiratet. Denn wir haben mehr Geld und mehr Feuer, als man für 10 Ehestände braucht. Jetzt ist es aber wirklich... Da! Sehen Sie, wie er sich getroffen fühlt. Ich war... Senor, Hermine, das hat nur gescherzt, als er das sagte. Oh je. Das verschlägt ihm die Sprache, liebe Herren. Ihr Herz wird geplündert. Es macht sich aus dem Staub. Ich werde Senior Mokrates zu Ihnen. Nein, nein, wo willst du hin? Er soll mir nicht erfahren, dass er mir von Liebe spricht. Ha! Wenn der Halunke zu Ihren Freunden gehört, dann braucht auch niemand zu rufen, haltet den Dieb. Soll die Weisheit sehen, wo Sie bleibt. Heiraten Sie dann wenigstens noch einen Platz. Ja, der Stand der braven Ehefrau auch seine Verdienste. Adieu, Madame. Und vergessen Sie nicht, die Verschwiegenheit Ihres lieben Dieners, der Ihnen sein Gruß entbietet und stumm bleiben wird. Die Eingabe. Will ich. Freue mich. Da sehen Sie, was Sie mir zumuten. Wer kommt denn da noch? Hier bringe ich Ihnen das Gewünschte, Senior. Sehen Sie selbst, ob Sie damit zufrieden sind. Es wäre natürlich noch besser geworden, wenn die Dame Mimoselle gewesen wäre.
Was bringst du mir das jetzt, wo Madame hier ist? Darf das sehen? Ja, da ist die edle, feine Art. Das ganze Feuer in ihren Augen. Doch ich finde, in Wirklichkeit ist sie noch etwas lebendiger. Offensichtlich sprechen Sie über ein Porträt. Ja, Madame. Ich werde die Augen noch verbessern. Ich darf man es sehen, bevor Sie es wegbringen? Es ist noch nicht fertig. Da Sie offenbar Ihre Gründe haben, es mir nicht zu zeigen, will ich auch nicht weiter darauf bestehen. Nun gut, Madame. Hier, nehmen Sie es. Aber bitte geben Sie es mir zurück. Was Sie? Das bin ja ich. Ich möchte Sie nie aus den Augen verlieren. Jede Abwesenheit von Ihnen wäre mir schmerzlich, sei sie auch noch so kurz. Dieses Porträt wird Sie mir versüßen. Weckt diese Liebe nicht auch ein wenig die Liebe in Ihnen? Ich wollte es nicht. Aber vielleicht liegt es nicht mehr in meiner Macht. Hier, nehmen Sie meins im Gegenzug. Ist es also bestimmt, dass ich Sie lieben werde? Versprechen Sie mir nicht im Herz. Sagen Sie mir, dass ich es besitze. Es wäre nur allzu wahr, Fokio. Das heißt, Sie sprechen mit Hermokrates und ich kann bleiben? Es muss wohl sein, allein um mir die Zeit zu geben für den Entschluss zu unserer Verbindung. Beenden Sie Ihr Gespräch, hier kommt Dima. Ich bin so aufgeregt, dass Sie nicht gesehen werden. Adieu, Fokio. Machen Sie sich keine Gedanken. Ich kümmere mich um das Einverständnis meines Bruders. Der Philosoph herkommt, ganz verträumt. Verschwinden Sie und lassen Sie mir den Platz, damit ich ihm noch ein wenig zusetzen können. Ich komme wieder so weit weg. Viel Erfolg euch beiden. Habt ihr Fokio nicht gesehen? Nein. Aber ich wollte Ihnen was sagen, Baby. Hast du was entdeckt? Ja. Es geschehen unheimliche Dinge, die die Einmaligkeit ihrer Person zeigen. Vor lauter Sehnsucht stirbt man und stöhnt man und seufzt und jammert. Ach, sagt eine gewisse Person, wie ich den teuren Menschen liebe, den reizenden Mann. Ich weiß nicht, von wem du sprichst. Na, von Ihnen und dann von einem Jungen, der aber nur ein Mädchen ist. Da kenne ich keinen mehr. Sie tun wohl Fokion kennen. Ja. Sie will sich für den Sterblichen nennen. Der für den vollkommensten Sterblichen aufbewahren, den es unter all den Sterblichen gibt. Und der heißt... Hermokrates. Ich höre nicht. Wir wollen Ihnen zuhören, wie Sie Ihr Herz ausschütten. Fokion, fängt an. Ach, Corvina, es gibt es keine Rettung mehr für mich. Ich habe Menschen zu, ich weiß nicht mehr, was ich tun soll. Na sowas, Madame, wo Sie so schön sind. Ja, was habe ich davon? Ja, wie? Lass mich wieder gehen. Nein, Allegan. Und was sagt er Ihnen, wenn Sie mit ihm reden, Madame? Er schöpft mit mir. Es ist genug, habe ich gesagt, es reicht. Ich finde, Sie sollten das Kind heilen, Senior. Und auch kommen quälen wegen ihm. Bleibt verschwiegen, das bitte ich euch. Ich werde jetzt selbst Ordnung schaffen und sie wegschicken. Ach. Na, was sagt der Herzog? Na, der taucht im Dunkeln mit dem, was er will. Ah, so hat er zuletzt gemacht, seine Philosophie ist auf und davon, dass kein Gramm mehr davon übrig ist. Und wenn noch etwas übrig ist, so muss er den Rest mir überlassen. Da kommt Agis. Vergessen Sie nicht, Madame, dass mein Glück am Ende der Geschichte steht. Und Max. Aspasia, ich wollte Sie fragen, ob Sie nicht... Entschuldigen Sie, aber... Ich war in großer Unruhe. Und ich bin es auch jetzt noch. Darf man den Grund dafür erfahren? Es gibt da eine Person, die ich gern habe. Nur weiß ich nicht, ob das, was ich für sie empfinde, Freundschaft ist. Oder Liebe. Da bin ich noch Anfänger. Jetzt bin ich mit der Bitte gekommen, dass Sie mich darin unterrichten. Ich glaube, ich kenne diese Person. Ja,
Sie sind es, Aspasia. Jetzt möchte ich Sie fragen, wann ich bin. Ich weiß das Wort nicht. Ich bin in der gleichen Lage am Menschen gegenüber, den ich gern habe. Ich bin nicht mehr die gleiche. Ich habe nie sie gesehen. Alles andere ist klar. Ihr Herz hat also wie viele meines Herzens? Ja, aber das macht uns alles noch nicht klüger. Wir hatten uns gern, bevor wir in Unruhe waren, haben wir uns nun auf die gleiche Art hin oder anders? Das ist die Frage. Wenn wir uns gegenseitig sagen, was wir füreinander empfinden, klären wir vielleicht die Sache. Also gut. Fiel es Ihnen vorhin schwer, mir aus dem Weg zu gehen? Unendlich schwer. Es fängt schlecht an. Haben Sie mich nicht gemieden, weil Sie mir Ihre Gefühle nicht zu sagen wollten? Sie erkennen mich. Wie wunderbar Sie sich nicht versenken. Ja, ich erkenne Sie. Aber ich sage Ihnen voraus, dass es Ihrem Herzen noch nicht besser gehen wird. Und das sind noch ein paar Augen, die nichts Gutes verheißen. Sie betrachten Sie mit größter Freude. Eine Freude, die bis zu erregen geht. Das ist lieb. Ich brauche Sie nicht weiter zu prüfen. Ich würde mein Leben hingeben für Sie. Tausend Leben würde ich hingeben für Sie, wenn ich Sie hätte. Du weißt doch, Beweis, Liebe in den Worten, in den Blicken, in den Gefühlen. Liebe, wenn es hier welche gab. Liebe, die es gar nicht gibt. Vielleicht. Doch habe ich Ihnen gesagt, was in meinem Herzen vorgeht. Darf ich mich darauf erfahren, was in Ihrem vorgeht? Still. Eigentlich. Eine Person meines Geschlechts spricht von ihrer Freundschaft, so viel sie will. Doch von ihrer Liebe nie. Außerdem sind sie bereits viel zu zärtlich. Viel zu verstört in ihrer Zärtlichkeit. Und wenn ich ihnen mein Geheimnis verriete, würde alles nur noch schlimmer. Sie haben vorhin von meinen Augen gesprochen. Ich glaube, Ihre verraten mir jetzt, dass Sie nicht ganz unempfindlich sind. Sie haben es erraten, aber es ist nicht meine Schuld. Nur, Liebe ist noch nicht alles. Man muss auch die Freiheit haben, es einander sagen zu können. Und sich die Möglichkeit verschaffen, es immer einander sagen zu können. Und Senior Hermokrates, der über Sie bestimmt. Ich achte ihn und liebe ihn. Nur fühle ich bereits. Herzen haben keinen Herrn. Ich muss ihn sehen, bevor er mit Ihnen spricht. Er könnte Sie heute noch fortschicken. Ja, gehen Sie gleich, Agis. Adieu. Ich werde mich dafür einsetzen, dass Sie bleiben können. Hoffentlich hat Hermokrates endlich Zeit. Ich wache nachts stündlich aus Fieberträumen auf. Mein Herz. Mein Herz, Mario, ist eine einzige schwerende Wunde. Woher ich weiß, dass das die Liebe ist? Oh, Mario. Ich spüre es. Ich liebe. Ich liebe. Thank you.
als mich von Sehnsucht vergehen zu lassen? Niemand weiß, wer Sie sind. Muss ich noch mehr sagen? Es geht um Ihren Ruf. Sie müssen abreisen. Abreisen, Senior. Ja. Abreisen. Wissen Sie, weshalb ich Sie wegschicke? Weil ich Angst habe, Ihr Geheimnis könnte offenbar werden und dem Ansehen, dass ich genieße, schaden. Weil ich Sie meiner hochwilligen Furcht opfere, nicht mehr als tugendhaft zu gelten, obwohl ich mir gleichgültig ist, ob ich es bin. Und weil ich ein leerer, hoffärtiger Mensch bin, der weniger an der Weisheit gelegen ist, als daran, Sie auf eine verachtenswerte, betrügerische Weise vorzutäuschen. Das ist der Mensch, den Sie lieben. Und noch nie habe ich ihn so bewundert. Ich bin nicht weise. Die tollste Jugend kennt keine Erregung, die ich nicht auch gekannt hätte. Mama? Argwohn, Eifersucht, Liebestaumel haben mich ergriffen. Erkennen Sie Ihren Hermokrates wieder? Das ist der Mensch, den Sie lieben, den Sie nicht lieben müssen. Geben Sie eine Liebe auf, die ich nicht verdient habe. Nein, Sir, ich sage es noch einmal. Wählen die Götter schwarz, Sie wählen mir Hermokrates. Es ist entschieden. Ich bitte Sie nicht mehr um die Ruhe meines Herzens. Sie schenken sie mir mit Ihrem Geständnis. Sie lieben mich. Ich bin beruhigt und sitze. Sage Ihnen noch etwas. Als letztes. Ich werde Ihr Geheimnis aufdecken und den Mann, den Sie so sehr bewundern, entehren. Und seine Schande wird auf Sie selbst zurückfallen, wenn Sie nicht abreisen. Nun gut, Senior. Ich reise. Doch bin ich mir meiner Rache sicher. Da Sie mich lieben, wird Ihr Herz Sie fühlen. Fliehen Sie eine Liebe, die den Kreis Ihres Lebens hätte bedeuten können. Und nun zum Unglück des meinen wird. Genießen Sie, wenn Sie wollen, eine barbarische Weisheit, deren grausame Fortdauer der Gemeinheit gesichert ist. Sie gestehen mir, dass Sie mich lieben. Und nach diesem Geständnis schicken Sie mich fort, bei einem Geständnis, dass meine Liebe noch verdoppelt. Die Götter werden diese Weisheit hassen, die sie bewahren auf Kosten eines jungen Herzens, das so als Opfer ihrer grausamen Denkweise gedient hat. Dämpfen Sie Ihre Stimme, da kommt jemand. Sie stürzen mich in Verzweiflung und erwarten, dass ich schweige. Die rühren nicht mehr, als Sie glauben. Die ziehen zurück. Recht bist du behandelt. Die Treue zu meinem Herrn kennt keine Gnade. Ich muss Ihnen das zeigen. Was bedeutet dieser Lärm? Worum geht es? Was will Herr Minas von dir? Senior Hermokrates, ich habe Heimlichkeiten aufgedeckt. Es geht um eine sehr wichtige Sache. Und das heißt, und diese Leute wissen etwas davon. Aber man muss herausfinden, worum es geht. Erklär mir das deutlicher. Ich habe diesen Schelm hier in einer Hand und entdeckt, als würde er schreiben. Aber sieh mal den Schelm an. Es waren weder Wörter noch Sätze darauf. Er schrieb ein Gesicht. Und das Gesicht, das waren Sie, ich, Senior. Ah, ja. Das war ah. Er gehört mir. Ah. 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 Ihr eigenes Gesicht. Nur mit dem Unterschied, dass es kürzer ist als das, was Sie tragen. Ja, allein Ihre Nase, die in Wirklichkeit mehr Platz hat als Ihr ganzer Kopf auf dem Porträt. Ist es erlaubt, die Gesichter der Leute zu verkleinern, ihre Züge zu verkürzen? Da. Sehen Sie, was Sie darauf für ein Gesicht machen. Das hast du gut gemacht, Marika. Ich tat dich nicht. Aber geh jetzt. Ich will prüfen, was es damit auf sich hat. Vergessen Sie nicht, die zwei Drittel Ihres Gesichts zurückzuverlangen. Was haben Sie sich gedacht? Zwei Drittel! Warum haben Sie mich gemacht? Zwei Drittel! Aus einem natürlichen Grund, Senior. Ich habe mich gefreut, das Porträt eines berühmten Mannes zu besitzen und es anderen zeigen zu können. Sie tun mir zu viel Ehre an. Außerdem wusste ich, das Porträt wird jemandem Freude bereiten, für den es sich nicht schickt, darum zu bitten. Und wer ist dieser jemand? Das Senior. Schweigt! Was höre ich? Was sagen Sie, Aspasia? Tun Sie mir den Gefallen und fragen Sie nicht weiter, Herr Mokrates. Begnügen Sie sich mit dem, was Sie wissen. Wie kann ich mich jetzt noch begnügen? Dieses Abenteuer bringt mich in Verlegenheit. Bitte beenden wir das Gespräch. Was ich sehe, ist mir unbegreiflich. Ich weiß nicht, wie mir geschieht. Ich kann für diese Sache nicht mehr einstehen.
Und ich werde in der harten Prüfung schwach. Ach, Corinna, warum hast du dich erwischen lassen? Das ist Ihr Triumph, Aspasia. Sie haben gesiegt, ich ergebe mich. Dann verzeihe ich Ihnen auch die Verlegenheit, in die mein Sieg mich bringt. Ja. Nehmen Sie das Porträt zurück. Nein. Es gehört Ihnen. Nein, ich nehme es nicht, solange es Ihr Herz mir nicht überlässt. Nichts soll Sie hindern, es zu nehmen. Nun gut, dann werden Sie auch meines schätzen. Hier ist es. Zeigen Sie mir, dass es Ihnen teuer ist. Da finden Sie mich genügend gedemütigt. Ich schlage Ihnen nichts vor. Es ist noch nicht vollkommen. Vielleicht erlauben Sie mir, Herr Hokrates, dass ich es zu Ende male. Es dauert nur einen Augenblick. Dass nicht lange dauert und wir alleine sind, sagen Sie bitte nicht. Nein, Senior. Hören Sie mich nicht in Gefahr. Wir könnten überrascht werden. Das sei der Moment meines Triumphes. Sagen Sie, er ist kostbar. Wollen wir ihn nicht ungenutzt lassen? Ihre Augen betrachten mich mit einer Zärtlichkeit, die festgehalten werden sollte. Sie können sie nicht sehen. Ihre Blicke sind bezaubert. Male, Corinna. Male. Wenn Sie sich bitte etwas zur Seite bringen können, ja? Würden Sie vielleicht mir ins Gesicht sehen? Himmel, wohin treiben Sie? Kommen Sie rüber. Aber wolltet ihr im Herz etwa über die Geschenke, die ich zu meinen mache? Den Kopf etwas heben. Soll ich, Aspasia? Ja. Noch ein wenig nach links. Dagis, hören Sie auf! Gehen Sie, Herr Gast! Senior! Senior! Ich wollte Sie fragen, Senior, ob Sie uns Fokion noch nicht für eine Weile hier lassen würden. Doch ich sehe auch Sie wünschen, dass ein Gespräch darüber ist sicher überflüssig. Sie wünschen also, dass er bleibt, Dagis? Es täte mir sehr leid, wenn er ginge. Und nichts würde mir mehr Freude bereiten als in der Bibel. Man kann seine Bekanntschaft nicht machen, ohne ihn zu schätzen. Ich wusste nicht, dass Sie bereits so entzückt voneinander sind. Wir haben uns allerdings wirklich nur ganz selten gesprochen. Vielleicht unterbreche ich gerade ein Gespräch. So erkläre ich mir die Kälte, mit der Sie mir zuhören. Ich gehe also wieder. Was bedeutet dieser plötzliche Eifer von Agis? Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Seit ich ihn kenne, habe ich nie bemerkt, dass er dich für etwas so interessiert wie für Sie. Kennt er Sie? Haben Sie ihm entdeckt, wer Sie sind? Täuschen Sie mich etwa? Sie machen mich überglücklich, Senior. Herr Mokrates ist eifersüchtig, er liebt mich zärtlich, er betet mich an. Er ist ungerecht, aber er liebt mich. Was kümmert mich der Preis, zu dem er es mir beweist? Aber trotzdem muss ich mich rechtfertigen. Ich sehe alles noch. Wir werden ihn rufen. Und dann sehen Sie, ob ich Ihr Nachwort verdiene. Nein, ich erkenne meinen Irrtum. Ihre Ehrlichkeit überzeugt mich. Rufen Sie ihn nicht zurück. Ich ergebe mich. Aber noch darf niemand wissen, dass ich Sie liebe. Geben Sie mir Zeit, alles zu regeln. Mir ist es recht. Na komm, meine Schwester. Kennst du für seine Schwäche? Leitung in mir verzeihen, meine Liste. Ach, da bist du ja, lieber Bruder. Ich suche dich überall. Und was willst du von mir, liebe Schwester? Was willst du denn Fokio entschieden? Willst du ihn immer noch wegschicken? Er hat vorhin so viel Achtung vor dir gesagt. So viel Gutes für dich gesagt. Dass ich versprochen habe, er könne bleiben. Du würdest es erlauben. Ich habe mein Wort darauf gegeben. Sein Aufenthalt wird nur kurz sein. Es lohnt nicht, dass ich es breche. Du weißt doch, wie viel Rücksicht ich auf dich nehme. Meinetwegen sollte dein Wort nicht brechen. Wenn du es ihm gegeben hast, dürfen wir es zurückgängig machen. Fokion soll bleiben, solange er möchte. Liebe Schwester. Oh, ich danke dir für deine Freundlichkeit. Fokion vergeht es doch wirklich, dass man ihm gefällt. Oh, ich kenne seinen Platz. Außerdem glaube ich, seine Gesellschaft ist vielleicht eine Zerstreuung für Agis. Er lebt in deiner Einsamkeit, die einem in seinem Alter ab und zu widerstrebt. Ab und zu auch in einem anderen. Hast du vollkommen recht. Es gibt manchmal Augenblicke, da ist man traurig. Und oft langweile ich mich sogar. Ich habe den Mut, dir das offen mitzuteilen. Das heißt Mut? Und wer langweilt sich nicht? Schließlich sind wir nicht für das Leben in der Gesellschaft geboren? Ja, wirklich. Man weiß doch gar nicht, was man tut, wenn man sich in dieser Einsamkeit vergräbt. Wir waren sehr voreilig, als wir einen so unerträglichen Entschluss fassten.
Da hast du recht, diese Überlegung habe ich auch schon angestellt. Und schließlich gibt es ein Heilmittel für dieses Übel. Zum Glück kann man seine Ansichten ändern. Ganz recht! Und ein Mann in deinem Alter ist doch überall willkommen. Und um dich mache ich mir auch keine Sorgen. Siehst du, bist liebenswürdig und viel jünger als ich. Apropos jünger, es gibt wenig junge Leute, die es mit dir aufnehmen können. Und dein Herz als Geschenk wird auch niemand verachten. Und ich versichere dir, deines wird man gar nicht erst achten, um dir sein eigenes zu schenken. Es würde dich also nicht wundern, wenn ich bestimmte Absichten hätte. Es hat mich gewundert, dass du keine hattest. Wieso? Wenn du so sprichst, wieso hast du denn keine? Wer weiß? Vielleicht habe ich welche. Ich werde entzückt, Herr Mokrates. Ich glaube nämlich, ein Ehemann ist ebenso viel wert wie ein Einsiedler. Denke mal darüber nach. Ich habe noch einiges zu erledigen, dann komme ich nach. Wie ich sehe, sind wir beide in einer schönen Verfassung. Leontine und ich. Ich weiß zwar nicht, auf wen sie es abgesehen hat. Vielleicht auch auf jemanden, der zu jung ist für sie, wie Aspasia für mich. Wie schwach wir sind. Doch muss man seinem Schicksal folgen. Die Schwierigkeiten werden bald vorüber sein.
Ich hänge von niemandem ab. Wir werden uns für immer vereinen. Ich hatte Ihnen ja gesagt, dass ich dieses Schauspiel nicht hier geben möchte. Und mir erscheinen die Maßnahmen, die wir dafür getroffen haben, etwas unpassend. Wäre es nicht besser, statt gemeinsam aufzubrechen? Ich führe als Erste und Sie kommen mir nach. Ja, da haben Sie recht. Fahren Sie. Das ist sehr gut so. Ich bin sofort bereit. Mal in 2 Stunden bin ich nicht mehr da. Aber beeilen Sie sich, mir nachzukommen. Gehen Sie jetzt erst einmal selbst und beeilen Sie sich. Wie viel Liebe Sie mir schulden. Ich weiß, Ihre Liebe ist unbezahlbar, aber verlieren Sie jetzt bitte keine Zeit. Nur Sie allein konnten mich zu dem Schritt bewegen, den ich jetzt unternehme. Ihr Schritt ist ganz harmlos. Sie setzen sich damit keinerlei Gefahr aus. Gehen Sie und machen Sie sich bereit. Ach, ich Ihren drängenden Eifer liebe. Möge er nur immer währen. Und möge er den Ihren wecken, denn Ihr Zögern lässt mich die Geduld verlieren. Ich muss Ihnen gestehen, dass mich hin und wieder eine merkwürdige Traurigkeit erfasst. Sind solche Überlegungen jetzt wirklich angebracht? Ich fühle nur Freude in mir. Ach, haben Sie Geduld, ich gehe. Denn da kommt mein Bruder, den will ich mit dem Moment nicht treffen. Komm doch, der Bruder nimmt das ja nie ein Ende. Nun, Herr Hochrat, ich darf Sie sein, wenn Sie vorbereiten und abreißen. Meine teure Aspasia, wenn Sie wüssten, welcher Kampf in mir tobt. Ach, mein teurer Herr Hochrat. Wenn Sie wüssten, wie leid ich es bin, mit Ihnen zu kämpfen, was bedeutet das? Bei Ihnen ist man von nichts sicher. Verzeihen Sie mir meine Erregung. Einem Mann, dessen Herz mehr Kraft versprach. Ihr Herz macht sehr viele Umstände. Seien Sie so erregt, wie Sie sein wollen, aber fahren Sie ab, wenn Sie schon nicht hier heiraten wollen. Ach. Dieser Doktor bringt nichts voran. Ich muss Ihnen etwas gestehen, etwas, was mir sehr peinlich ist. Nee, werden Sie fertig, immer bleibt noch ein Rest. Also. Ich erziehe Agis seit seinem 8. Lebensjahr und kann ihn unmöglich so schnell verlassen. Erlauben Sie, dass er uns nachkommt und eine Weile mit uns zusammenlebt. Wer ist er denn? Gewiss haben Sie schon von Kleomenes gehört. Agis ist sein Sohn, der als Kind dem Gefängnis entronnen ist. Ihr Geheimnis ist in guten Händen. Urteilen Sie selbst, mit welcher Umsicht ich ihn verbergen muss und was ihm von einer Prinzessin widerfahren wird, die ihn überall suchen lässt und die offensichtlich auf seinen Tod sinnt. Sie gilt jedoch als gerecht und großmütig. Darauf verlasse ich mich nicht. Sie stammt aus einem Geschlecht, das weder das eine noch das andere war. Wenn man sich der Prinzessin entledigt? Sie ist bloß die Erbin der Schuldigen. Das ist ihr Einverbrechen durch ein neues Recht. Dazu ist Agis nicht imstande. Es genügt, Sie zu besiegen. Nun gut. Ich nehme an, das ist alles, was Sie mir zu sagen haben. Nun gehen Sie. Aspasia. In einer. Höchstens 2 Stunden bin ich fort von hier. Bin ich nun endlich frei? Also ich erwarte Agis darauf, mit mir zu reden, doch zittere ich bei dem Gedanken an sein Haus gegen mich. Doch was wollen die beiden machen? Ihr, liebe Nadina, mal eine Referenzwarnung. Leise. Da brauchen Sie nichts zu befürchten, tun wir sind allein. Worum geht es? Wir wollen eine Kleinigkeit. Ja, wir sind nur herkommen zum Abrechnen. Um zu sehen, wie wir miteinander stehen. Worum geht es? Sag schon. Ich habe es eigentlich. Sieh mal an. Haben wir nicht gute Arbeit geleistet für Sie, ja oder nein? Doch, ja, ich war sehr zufrieden. Und für Ihre eigene Arbeit ist sie soweit? Ich muss ein Wort mit Agis sprechen, der auf mich wartet. Und da auf Sie wartet, brauchen wir uns ja nicht zu beeilen. Tun wir aus von Geschäften reden. Ich habe den Leuten Beeren abgefunden, dass es eine Freude war. Ich habe sie nach Farben und Strich. Strich und Farben. Es gibt keine 2 Gauner, die mit uns vergleichbar wären. Ich habe mein Wissen erstickt und es war nicht einfach und verdient seinen guten Lohn. Mal waren Sie ein Junge, das hat nicht gestimmt. Und mal waren Sie ein Mädchen, aber das haben wir nicht gewusst. Hier lief für den einen, da lief für den anderen. Jedem habe ich ihr Herz entgeschmissen und keinem tut's gehört. Und Porträts, um gratis Gesichter einzufangen, deren Besitzer dann die ganze Pinselei von bare Mütze genommen haben. Seid ihr bald fertig? Was wollt ihr eigentlich von mir? Ihr Gemache ist bald zu Ende. Wie viel rücken Sie raus fürs Finale? Was meinst du damit? Kaufen Sie das Ende des Abenteuers. Wir machen Ihnen einen guten Preis. Tun Sie mit uns den Handel abschließen oder wir brechen alles ab. Habe ich euch nicht versprochen, euer Glück zu machen? Tun Sie doch, wir wollen eine wahre Münze halten. Ja, wenn man Gauner nicht mehr braucht, zahlt man sie schlecht. Ihr werdet unverschämt. Das ist gut. Darüber kann man sich einigen. Hier bringe ich ins Sonne und hier habt ihr meine Antwort. Wenn ihr mir schadet und nicht verschwiegen seid, dann lasse ich euch das im Kerker büßen. Ein Kerker.
jetzt verschwindet. Endlich finde ich sie, Aspasia. Wie habe ich gelitten unter dem Zwang, in dem ich mich befunden habe? Was hätte ich Hermokrates und Leontine gehasst, wegen der Freundschaft, die sie ihnen ständig beweisen? Doch muss sie nicht jeder lieben, Aspasia. Sie sind so liebenswert. Es ist so schön, sie zu lieben. Auch Sie könnten mal wissen, was Ihr Herz mir bedeutet. Doch sagen Sie, würde diese Zuneigung auf jede Probe bestehen, ist nichts in der Lage, sie mir zu rauben. Nein. Sie wird erst in meinem Leben enden. Ich habe Ihnen immer noch nicht alles gesagt, Agis, Sie kennen mich immer noch nicht. Ich kenne Ihren Liebreiz. Ich kenne die zarten Gefühle Ihrer Seele. Das allein genügt mir, Sie mein ganzes Leben lang anzubieten. Oh, welcher Geliebte. Doch je teurer sie mir wird, desto mehr fürchte ich, sie zu verlieren. Ich habe ihr verborgen, wer ich bin. Und vielleicht wird meine Geburt sie abstoßen. Ach, Sie wissen nicht, wer ich bin. Und welches Entsetzen mich erfüllt bei den Gedanken. Sie wollten ihr Schicksal mit meinem verbinden. Grausame Prinzessin, die ich hasse. Von wem sprechen Sie, Alice? Welche Prinzessin hassen Sie so? Die jetzt regiert, Aspasia. Meine Feindin und auch ihr. Da kommt die Mutter. Wie sehr ich ihn verwünsche, dass er uns jetzt unterbricht. Ich entferne mich nur einen Blick und komme wieder, wenn er weg ist. Meine Zukunft mit ihm hängt nur noch von einem Wort ab. Sie hassen mich. Sie wissen es nur noch nicht. Ich? Aspasia? Ich weiß nicht, was sie damit meint. Aber wie dem auch sei, ich kann keine Entscheidung treffen, ohne Hermokrates vor... Einen Augenblick, Patrick. Ich muss mit ihm sprechen. Ich weiß nicht, wie ich anfangen soll mit dem, was ich Ihnen sagen möchte. Was ist der Grund Ihrer Verwirrung, Silvia? Etwas, was Sie sich nicht denken könnten. Etwas, was Ihnen zu gestehen, ich mich schäme. Ich bin so schwach wie jeder andere. Welche Art von Schwäche meinen Sie? Die für die Menschen verzeihlichste, die allgemeinste, die von mir am wenigsten erwartete. Sie wissen, was ich über die Leidenschaft gedacht habe, die man Liebe nennt? Ja. Ich glaube, Sie haben da ein wenig übertrieben. Ja, das ist möglich, aber was wollen wir? Ein Einsiedler, der nachdenkt, der studiert, der nur mit seinem Gehirn Umgang pflegt, nicht aber mit seinem Herzen. Ein Mann, der von seiner eigenen Sittenstrenge gefesselt ist. Ein Mann ist oft kaum in der Lage, über bestimmte Dinge richtig zu urteilen. Er geht zu weit. Es gibt keinen Zweifel. Sie waren ins Extrem verfallen. Genau so denke ich auch. Was habe ich nicht alles gesagt? Diese Leidenschaft sei eine Torheit. Sei närrisch, einer vernünftigen Seele unwürdig. Ich nannte sie einen Wahn. Ich wusste nicht, was ich sagte. Ich zog weder die Vernunft zu Rate noch die Natur. Das hieß den Himmel kritisieren. Ja, im Grunde sind wir doch zu ihnen geschaffen. Ja, ohne dieses Gefühl bewegt sich gar nichts. Wird sich vielleicht eines Tages in Ihrer Verachtung rächen. Sie drohen mir zu spät. Ich bin bestraft. Wieso das? Soll ich Ihnen alles anfangen? Machen Sie sich darauf gefasst, mich bald meinen Stand ändern zu sehen und mir an einen anderen Ort zu folgen, wenn Sie mich lieben. Ich reise heute und heirate. Ist das der Grund Ihrer Verwirrung, Senior? Oh, es ist nicht angenehm, seine eigenen Worte zu widerrufen. Und meine Umkehr war ein weiter Weg. Ja, ich beglückwünsche Sie. Vorhin wussten Sie gar nicht, was das ist. Ein Herz. Oh, das hat es nicht gelehrt. Von jetzt an täusche ich mich nicht mehr.
Man sieht mich mehrmals im Wald. Man empfindet Zuneigung zu mir. Man entschließt sich zu einem Gespräch. Um sich nicht einem schlechten Empfang auszusetzen, verkleidet man sich und wird zu einem bildhübschen Jüngling. Man kommt hier an und wer da kommt. Ich will, dass man sich zurückzieht. Ich glaube sogar, man habe es auf Sie abgesehen. Doch man schwört, nein. Und um mich zu überzeugen, sagt man, ich liebe Sie. Zweifeln Sie daran? Sagen Sie, diese zärtliche Liebende, die sich sogar verkleidet hat. Habe ich Sie hier gesehen? Ist sie noch hier? Ja, sie ist noch da. Aber da war nur Fokion. Das ist sie! Die Falsche? Warum hat sie mich so getäuscht? Aber verraten Sie kein Wort, und da kommt meine Schwester. Ich möchte dir nur sagen, dass ich eine kleine Fahrt in die Stadt mache, lieber Bruder. Und zu wem fährst du, liebe Schwester? Zu Frosin, die mir geschrieben hat und die mich drängt, sie zu besuchen. Dann sind wir beide abwesend, denn auch ich breche in einer Stunde auf. Ich sagte es Agistin. Du fährst weg, lieber Bruder. Zu wem fährst du? Kriton besuchen. Wie? In die Stadt wie ich? Ach, Lamokrates, lass uns offen miteinander reden. Ich fahre gar nicht zu Frosin. Wenn du so mit mir sprichst, will ich nicht weniger offen sein mit dir. Ich fahre gar nicht zu Kriton. Wohin ich gehe, führt mich mein Herz. Mein Herz schickt mich auf die Reise. Wenn es so ist, ich heirate. Da kann ich dir das Gleiche bieten. Umso schöner, Herokrates. Ich glaube, dank unseres gegenseitigen Geständnisses können die Geliebte von mir und ich uns die Kosten der Reise sparen. Erst hier, und da du alles weißt, brauchen wir uns nicht die Mühe zu machen, an einem anderen Ort zu heiraten. Da hast du recht. Dann fahre ich auch nicht in die Stadt. Denn wir können unsere beiden Hochzeiten gemeinsam halten. Denn jene, der ich mir schenke, ist ebenfalls hier. Ich weiß nicht, wer sie ist, aber ich heirate Fokion. Fokion? Ja, Fokion. Den bitte. Den, der uns hier aufgesucht hat? Den, zu dessen Gunsten du dich verwendet hast? Einen anderen kenne ich nicht. Den heirate ich auch. Und beide können ja nicht heiraten. Was sagst du? Du heiratest ihn? Du träumst wohl. Und ich dich wirklich ab. Was soll das bedeuten? Fokion, der mich mit unendlicher Zärtlichkeit liebt. Der mein Porträt hat malen lassen, ohne dass ich es wusste. Dein Porträt, nicht dein Porträt. Mein Porträt hat er heimlich malen lassen. Bitte? Täuschst du dich nicht? Hier ist seins. Erkennst du ihn? Hier ist das Gegenstück deines stellt einen Mann dar. Meines eine Frau. Das ist der ganze Unterschied. Wie geschieht mir? Mir hat sie zwar kein Porträt geschenkt, aber heiraten soll ich sie auch. Sie auch? Welch merkwürdiges Abenteuer. Ich muss gestehen, ich bin empört. Es ist die Prinzessin. Yeah.
Der Band der Erzählung fällt blinzelnd von uns ab. Die Gedanken schwirren wieder frei und wir Schauspieler trinken bescheiden ab. Sollte Ihnen unser Spiel, oh hochgeschätztes Publikum, den Abend versüßt, das Herz geöffnet haben, dann bitten wir Sie, erzählen Sie es rum, damit auch andere profitieren von unseren dramatischen Gaben. Und wenn Sie gehen, enthusiasmiert von Marivaux Worten, lohnen Sie es uns mit einer kleinen Spende. Es hilft, Unkosten zu decken, wir wollen das Geld nicht horten. Nun erlauben Sie, dass ich den Abend beende. Was bleibt, sind bestenfalls Bilder, Sätze, Fragen. Triumphiert nun die Liebe? Wer kann das schon sagen? Von der Hitze des Spiels, vom Rausch der Liebe noch ganz benommen, danken wir Ihnen aus tiefstem Herzen, geschätztes Publikum, für Ihr Kommen. Gute Nacht. Ja.